Ausgabe von Sinekure. Ich bin froh, hier in Kühls Büro sitzen zu dürfen. Und sind wundervoll Büro mit so schönen schön Halt im Hintergrund. Liebe Kühl, schön, dass wir wieder zusammensitzen. Ich wollte diese Woche wieder ein Thema vorschlagen. Und hoffe, dass dir das Thema gefällt. Es setzt nämlich an etwas an, das du mir immer wieder vorwirfst. Du wirfst mir immer wieder vor, so ein groß, nein, nicht groß, sondern bildungsbürgerlicher Mensch. Ja, eindeutig, ja. Und zwar geht es um die Frage, ob wir staatliche Kunstförderung brauchen. Ist staatliche Kunstförderung sinnvoll? Wann ist sie sinnvoll? Wann ist sie nicht sinnvoll? Und was wir einfach generell von dieser Frage halten. Ich stelle diese Frage deshalb, weil ich dir zunächst einmal recht geben muss. Ja, natürlich, ich bin ein Mensch, der zumindest im bildungsbürgerlichen Milieu, wenn nicht aufgewachsen, so doch in ihm verankert ist. Und in diesem Milieu gibt es eine Doktrin, an die sich alle Menschen fast schon sklavisch halten. Und diese Doktrin ist, der Staat soll Kunst fördern. Das ist etwas, wo einfach eigentlich alle meine Bekannten sofort zustimmen, einstimmig, ja, unabhängig von ihrer politischen Gesinnung. Findest du diese Doktrin problematisch? Und wenn ja, wieso? Also erstmal, lieber Fran, bin ich sehr glücklich darüber, dass du endlich mit der Wahrheit herausrückst und dich als Angehörigen der bildungsbürgerlichen Elite dieses Landes deklarierst. Ich sag's mal einfach so, das spricht sehr für dich und ist hiermit notiert. Zur Frage der Kunstförderung. Kunst- und Kulturförderung. Ja, prinzipiell, da bin ich sehr gespalten, muss ich sagen. Prinzipiell als eingefleischter Stalinist finde ich ja alles, was vom Staat kommt und nicht aus den Fängen des Kapitals finanziert wird, fein und finde ich eine gute Sache, damit die Kunst und die Kultur nicht abhängig sind eben von reichen Gönnern. Auf der anderen Seite, wenn man sich anschaut, was momentan gefördert wird oder wie mit der Kunstförderung umgegangen wird, müsste man eigentlich fast sagen, nein, ist man eigentlich dagegen, irgendetwas in dieser Art zu fördern. Ja, sag mal, was passt denn nicht? Also, ich bin ja kein Experte für Kunst- und Kulturförderung, aber den Eindruck, den man so bekommt, ist, dass eigentlich ausschließlich Kunst gefördert wird oder Kultur gefördert wird für Leute, die sich sowieso leisten können. Das heißt, in Wirklichkeit fördern wir ein Minderheitenprogramm für die Reichen, damit sie es noch billiger haben können. Salzburger Festspiele, Seefestspiele Mörbisch und so weiter. Also überall, wo sich die Elite unseres Landes ein Stelldich eingibt, wird gefördert. Ich bin nicht sicher, ob der Opernball nicht auch gefördert wird, aber allein die Tatsache, dass er in einem staatlichen Gebäude stattfindet und dafür wahrscheinlich vergleichsweise günstig ist, ist ja per se eine Frechheit. Die oberen 10.000 und deshalb wird das abgeschafft. Also, das ist letztendlich so ein, ja. Ja, ich, also. Also, ich. Das sind die Eliten, die sich da selbst befriedigen und wir Hackler, wir armen Proles sollen dafür bezahlen, wir kommen wieder zu. Also, ich. Das ist ja sehr nah an diesem Argument gebaut und da klingt im Hintergrund schon noch so ein bisschen entartete Kunst als Begriff oder so. Das ist etwas Komisches. Nein, also ich würde mich diesem Vorwurf, dass wir die Kunst für die oberen 10.000 sponsern, absolut anschließen. Ich finde, das ist total korrekt. Und hier geht es ganz im Gegenteil nicht um entartete Kunst, sondern hier geht es in Wirklichkeit um total fade alte Sachen, die keinen Menschen mehr interessieren und die eigentlich nur Begleitmusik für gesellschaftliche Events sind, in Wirklichkeit. Vielleicht kann man das ein bisschen differenzierter macht. Es gibt meines Erachtens mehrere Argumente, die gegen die derzeitige Form von Kunst und Kulturförderung sprechen. Das eine, das haben wir jetzt schon ein bisschen angeschnitten, ist, dass Kunst- und Kulturförderung eigentlich eine Umverteilung von unten nach oben ist. Eine Umverteilung von unten nach oben bedeutet, ganz, ganz viele Leute, nämlich wir alle zahlen dafür, aber nur ganz wenige Leute, die sich für die Sachen interessieren.
profitieren davon. Und das sind nicht irgendwelche Menschen, sondern Menschen aus finanziellen, sagen wir mal, wohlbehüteten Verhältnissen. Das heißt, die Unterschicht zahlt den Spaß der Oberschicht. Richtig. Ja, also das ist finde ich, ein Argument, das sehr interessant ist, vor allem deshalb, weil dieses Plädoyer für staatliche Kunst- und Kulturförderung ja auch gleichzeitig ein Argument der Linken ist. Ja? Und dann aber gleichzeitig, nämlich als zweites Argument der Linken kommt, naja, Moment mal, aber hier verteilen wir von Reich zu Arm, das sollte ja nicht sein. Also da müsste eigentlich jeder ordentliche Sozialdemokrat und jeder ordentliche Linke müsste in dieser Frage eigentlich gespalten sein. Ich bin ja auch schwer gespalten in der ganzen Sache, obwohl ich mich sicher nicht als Sozialdemokraten bezeichnen würde. Es ist eine Tatsache, dass Veranstaltungen wie die Salzburger Festspiele, der Opernball oder die Seefestspiele Mörbisch, dass das Sachen sind, wo halt die Reichen hingehen. Das ist nicht zu leugnen. Natürlich, das Gegenargument ist, es kann ja jeder hingehen. Das wird aber nur dann funktionieren, wenn der Besuch dieser Veranstaltung per se gratis wäre. Das Argument, dass man auch so als persönliches Argument gebracht wird, naja, die staatliche Kunst- und Kulturförderung schaffen wir einen Kulturbetrieb, der für alle Menschen offen ist. Also, du musst ja nicht unglaublich reich sein, um in ein Weltklasse-Museum in Österreich oder in Deutschland gehen zu können. Das musst du nicht. Und genau dafür sollte eine Kunstförderung da sein. Das ist zumindest das offizielle Argument. Das ist das offizielle Argument. Und jetzt könnte man sagen, naja, das ist ein offizielles Argument. Und das ist rein offiziell, es geht darum, dass es nicht zu den erwünschten Effekten führt. Also diejenigen, die bildungsfern sind, gehen trotz niedriger Preise ja nicht in die Oper und nicht ins Museum. Und richtig. Nicht ins Theater und nicht in den Kunstfilm. Und ich wollte noch ein bisschen anmerken, wenn ich jetzt schon auf diese traditionellen Kulturveranstaltungen hingewiesen habe, das gilt in meiner Ansicht nach auch für alles, was progressiv gilt. Also wenn irgendwelche Installationen gefördert werden oder so, der Unterschied ist halt nur, dass da die Kinder von den Reichen, die zu den Seefestspielen Mörbisch gehen, halt irgendeine Installationskunst machen, die ebenfalls gefördert wird, die aber auch die unteren 99% nicht wirklich interessiert. Genau, also das Argument ist ja, das bezieht sich nicht auf die Oper, sondern das bezieht sich auf multimediale Performances und das bezieht sich auf Kunst gegen den Krieg und das bezieht sich auf Kunst gegen den Faschismus und all diese Sachen, die nicht als etablierte oder als arrivierte Kunst gilt, sondern als avantgarde oder progressiv oder was auch immer welches Label verwenden will. Also das eine Argument ist, es ist eine Unterteilung von unten nach oben und dieses Argument scheint zu stimmen, zumindest sind wir uns da einig, dass es so ist. Richtig. Ja, und das ist zum Beispiel etwas, was ich halt immer sehr gerne in Gesprächen mit meinen linken Freunden auch ins Feld führe, dass man sagt, naja, kommt euch das nicht komisch vor? Kommt euch das nicht komisch vor, dass ihr gleichzeitig eigentlich, obwohl ihr normalerweise für eine Umverteilung von oben nach unten seid, in der Frage, für eine Umverteilung von unten nach oben seid? Ja, das liegt, glaube ich, daran, dass ein Großteil deiner linken Freunde in Wirklichkeit auch dem Bildungsbürgertum entstammt. Ja, beziehungsweise direkt von diesem Betrieb lebt, direkt oder indirekt davon lebt oder davon profitiert. Ja, ich glaube, dass man diese Frage sehr aufteilen muss, auf was eigentlich gefördert wird und wie eigentlich gefördert wird. Da gibt es mehrere Fragen, sowohl was den Mechanismus betrifft, also wer entscheidet, was, wo, wie hin verteilt wird. Und das zweite ist, was wird jetzt konkret gefördert, wird der Künstler direkt gefördert, wird eine Veranstaltung gefördert und so. Ich glaube, da liegt der Teufel wirklich ganz stark im Detail vergraben. Und natürlich gibt es auch ganz beinharte volkswirtschaftliche oder wirtschaftliche Überlegungen dahinter, dass man sagt, gewisse Branchen könnten ohne diese Förderung in Österreich gar nicht mehr existieren. Plus das Tourismusargument, wo wir sagen, wir brauchen natürlich eine lebendige Kulturlandschaft, weil sonst kommen die ganzen Japaner nicht mehr. Eigentlich ist im Großen und Ganzen schon eine Unterteilung von
von arm zu reich, aber innerhalb der Kunstförderung dann wieder eine Umverteilung von groß, von klein zu groß. Also was man sagt, es werden dann innerhalb der Kunstförderung wieder die mit dem meisten Geld bedacht, die es eigentlich am wenigsten bereichen, weil sie ohnehin Publikumsmagneten sind. Dafür ist die Oper. Ja. Das heißt, das Kunstdeutsche Museum. Richtig. Ich denke, viele dieser, wenn das Gegenargument, das man dazu nicht bringen könnte, das sind halt unsere Flaggschiffe und die Szene, die Kunstszene, die ganze Kulturgesellschaft lebt davon, dass es halt diese großen Flaggschiffe gibt, aus denen sich dann wieder anderes heraus entwickelt. So nach dem Motto, wenn die Salzburger Festspiele sehr groß sind und viele internationale Besucher herkommen, dann spazieren die am Abend auch durch die Salzburger Innenstadt und bleiben dort bei der kleinen Independent-Galerie stehen, wo sie dann irgendeine Installation kaufen. Das ist ja sozusagen in der theoretischen Vorstellung der Wunsch. Ja, absolut. Das ist der Wunsch. Und ich meine, der Wunsch ist aber natürlich auch, beziehungsweise von den Kritikern geäußert, der Wunsch ist, wir brauchen natürlich Kunstwaren, aber bitte unverteilt. Und bitte unverteilt von den Großen zu den Kleinen. Und dann ist halt die Frage, mit welchem Argument macht man das? Also warum sollte man am Kunstförderern keine Instrumenten? Und das einzige Argument ist dafür, es gibt dafür zwei Argumente. Das eine Argument ist Diversifizierung. Also dass man sagt, okay, wir wollen nicht nur Mainstream haben, sondern wir wollen Leute haben, die Kunst produzieren, die abseits des normalen durchschnittlichen Kunstgeschmacks ist. Ja. Ich glaube, Du hast einen super wichtigen Punkt angesprochen mit den Konsumenten. Was wir momentan hier fördern, ist einfach den Kulturbetrieb und das ist uns eigentlich völlig wurscht, ob da Leute auch hingehen und sich das wirklich anschauen. Das heißt, die Frage ist, was wollen wir mit der Kunst- und Kulturförderung eigentlich? Wollen wir, dass viel Kunst produziert wird oder wollen wir, dass viel Kunst konsumiert wird? Das wollen wir eine Bevölkerung, die Kunst interessiert ist oder wollen wir einfach ein großes Angebot, das für wen auch immer da ist? Genauso muss man es formulieren. Ich habe das Gefühl, dass es ganz stark, ja, da bin ich vollkommen deiner Meinung, dass es um die Förderung des Kunstbetriebes geht. Und da kommt das zweite Argument. Eine Kunstförderung ist dazu da, Künstler zu beschäftigen und Künstlern ein Auskommen zu geben. Das dürfte also wahrscheinlich auch zutreffen. Ein soziales Programm. Aber es ist die Frage ist, wie man sich irgendwie Alternativen dazu vorstellen könnte. Ich glaube, eine mögliche Alternative zu dem Ganzen ist eine marktgebundene Alternative und nicht zwar so, wie sich das viele Neoliberale vorstellen, dass man am besten gar nichts staatlich fördert und der Markt wird schon entscheiden, welche Galeriekunst dann in den Vorstandsetagen der Beratungsunternehmen unseres Landes und der Banken hängen wird. Wenn man sich das ansieht, dann können wir sowieso einpacken. Aber mein Ansatz oder meine Idee dahinter wäre ein bisschen eine andere, und zwar, dass man die Konsumenten direkt fördert. Sprich, man hätte sozusagen so etwas wie den Bildungscheck, das ist in Österreich ja beliebt, alles was mit Scheck ist innovativ, dass man eben Leuten, die sonst wenig Zugang zu Kunst haben, aktiv diese Kunst mehr oder weniger schenkt. Dass man sozusagen sagt, man verteilt jetzt Hausnummer entweder man verteilt direkt Eintrittskarten für die Oper an irgendwelche Proleten oder... Naja, so niedrig sind die Preise erstens nicht und zweitens, man kann den Leuten auch einfach nur den Wertgutschein geben, den sie dem Künstler ihres Vertrauens geben, ja? Und dadurch wieder selbst einen Markt schaffen und sagen, okay, was halt gefällt, wird entsprechend dadurch gefördert, dass halt viele Leute hingehen. Der Staat ist dafür da, dass es bunt zugeht und dass eben nicht nur das gefördert wird, das ohnehin den Menschen. Ich denke, um den klassischen Menschen brauchen wir es nicht allzu große Sorgen machen, der wird auch in einem neoliberalen Marktumfeld ganz gut überleben können. Ja, nein, aber das Argument der Künstler ist meiner Ansicht nach völliger Schwachsinn, weil das ist diese typische Arroganz nach dem Motto, die blöden Proleten, die wissen eh nicht, was wir Tolles machen und daher müssen wir das Geld halt vom Staat bekommen, damit wir überhaupt was Intelligentes machen können. Aber wenn ich dazu keine Strategie habe, wie ich die Proleten dazu bringe, dass sie das auch anschauen, das auch gut finden, zumindest zum Teil, dann ist es sowieso für den Hugo. Ja gut, aber ich habe das Gefühl, dass das Argument oft gar nicht so differenziert, sondern was gesagt wird, ist, wir brauchen eine diversifizierte
Wirtschaft unabhängig ist von großen Geldflüssen. Ja, ob sich das jemand wünscht oder nicht, ist ja für viele Leute, die staatliche Kunst und Beförderung verfechten, irrelevant. Das ist das Argument irrelevant. Sondern es wird gesagt, so wie der Staat seine Wälder schützt, so wie der Staat seine Kulturdenkmäler schützt, so sollte er auch kleine Theater unterstützen und kleine Galerien unterstützen und kleine Künstler unterstützen. Dagegen wäre auch überhaupt nichts daran wäre auch überhaupt nichts auszusetzen, wenn es ja tatsächlich so wäre. Aber der Löwenanteil der Kunst- und Kulturförderung geht ja eben in neu produzierte Heimatfilme, in irgendwelche Festspiele. Und da geht ja auch schon jetzt nicht in irgendwelche kleinen alternativen Projekte, kleinen Theater, Independent-Filme und sonst was. Richtig, das ist eigentlich bei jeder Förderungsfrage immer der Punkt. Es ist genau das gleiche wie bei der Forschungsförderung. Die Sachen, die jetzt en vogue sind und die sowieso von der Wirtschaft nachgefragt sind, die brauche ich jetzt auch nicht sonderlich fördern, weil die sowieso von selber überleben. Und was ich fördern muss, ist halt Grundlagenforschung oder auch Ideenfächer und so weiter, weil die sonst aussterben, wenn sie kein Geld haben. Gut, aber da muss man sich die Frage stellen, ob wir wirklich ein riesiges Museum zu einem Fachbereich brauchen oder ob die Sachen nicht lieber in 10 kleinen Museen besser aufgehoben werden. Das ist ja, das ist Ich verstehe das und ich emotional gesehen teile ich dieses Argument auch. Ich finde es auch wichtig, dass es Sachen gibt, die die meisten Leute nicht interessieren. Vielleicht interessieren sie mich, keine Ahnung. Altsemitische Philologie ist so ein schönes Beispiel, das im schwarz-blauen Kontext immer wieder gebracht wurde, als Orchideenfach, das abgeschafft gehört. Ich emotional teile ich das Argument. Ja? Rein rational ist natürlich halt die Frage, ja, wenn sich das jetzt wirklich niemand anschaut, wenn das jetzt wirklich niemanden interessiert, gut, dann fördern wir es vielleicht, damit es überlebt, aber es ist halt im Hintergrund immer, wer entscheidet das Ganze? Auf wessen Initiative? Weil, ich meine, du weißt, ich kann überhaupt nicht zeichnen. Ich habe vor Jahren mal eine Comicstrip-Reihe, den Vater Feistritz, hervorgebracht. Also kriegst allein von mir mit Kugelschreiber auf kleinen Papierzettelchen. Politisch sehr zweifelhaften Aussagen, aber theoretisch auch im Bereich der Kunst anzusiedeln. Hat sich auch keiner angeschaut, will auch keiner sehen, außer dir vielleicht. Du fandest es ja ganz gut. Und das ist die Frage, ist das förderungswürdig? Oder wer entscheidet das? Oder wenn ich einen Freund habe im Kulturministerium? Richtig, genau. Und da sind wir. Und meine These wäre, wenn ich einen Bekannten habe, der eben dort ist, und ich rede jetzt hier nicht von Korruption, ich rede hier von der Frage, der einfach ein Interesse hat. Also sprich, wenn du ein Beamter in dieser Abteilung bist und du von meinen Comics ganz begeistert bist, wirst du dafür sorgen, dass ich eine Förderung kriege, weil es dir gefällt. Ja? So, und das ist halt die Frage. Zum Beispiel in Wien, in Wien, Kunst immer
als gesellschaftskritisches darstellen müssen. Weil das halt etwas ist, das ich hier gerne von der Stadt Wien gefällt. Also wir sind halt richtig. Nach Kunst, ja. Aber das ist zum Beispiel so etwas, oder dass bestimmte Inhalte forciert werden. Also idealtypisch ist es ja einfach ein System, in dem der Marktmechanismus aus dem Kunst- und Kulturbetrieb draußen gehalten werden soll. Und das funktioniert auch. Ja. Aber dieser Mechanismus wird leider durch einen anderen Mechanismus ersetzt, der eben nicht nach diesem Prinzip funktioniert, das diese Leute gerne hätten, nämlich des Bewahrens des sozusagen archivierhaften, fragilen und schönen, sondern es wird etwas funktioniert. Nicht nur um das, ich glaube, es geht nicht um das Bewahren, es geht auch um das Neue. Das Neue hat ja oft keine Chance, wenn es nicht irgendwie, zumindest von der Basis her, ein bisschen gefördert wird. Und angenommen, wir hätten jetzt nur die Mainstream-Kultur, und da muss ich den Leuten leider recht geben, auch wenn ich sie nicht mag, wir hätten jetzt nur die Mainstream-Kultur, ja, dann würden wir heute alle Lieder aus Sound of Music singen und das wäre österreichische Hochkultur. Ist halt so, aber ich denke, dass man schon darüber nachdenken muss, dass man irgendeine Art von Transparenz reinbringt. Das kann auch über einen gewissen Hebel gehen. Das kann auch zum Beispiel so funktionieren, dass man sagt, gut, du bist ein seltsamer, keine Ahnung, Installationskünstler, der keine Sau interessiert, ja, und das kaufen bei dir nur 3 Leute, aber wir fördern jeden einzelnen Kauf von dir zusätzlich. Das heißt, du musst schon zumindest 1-2 Leute davon überzeugen, dass es gut ist, was du gemacht hast. Aber ich glaube, das kann man sogar dem ausgefallensten Künstler irgendwie abverlangen, dass es zumindest 5 bis 10 Menschen gibt, die das gut finden, was er macht. Nein, das stimmt auch, aber es braucht doch immer eine Minimal. Ich glaube, man kann als Staat, der etwas fördern soll, verlangen, dass es zumindest innerhalb einer noch so kleinen Splittergruppe, also angenommen in dem Unterbereich, keine Ahnung, Performance-Künstler, die sich gerne auf der Bühne anscheißen, das ist ein sehr kleiner Bereich, aber innerhalb dieser minimal kleinen Community musst du zumindest ein paar Leute finden, die zu deiner Vorstellung kommen. Das heißt, wenn zu dir 3 Leute in die Vorstellung kommen, zahlen wir dir für jede Eintrittskarte, die du verkaufst, hast zusätzlich nochmal 1.000 Euro. Ja, das ist ein klassisch rechtes Argument. Ja, dass man sagt, es wird ja heutzutage wird ja nur diese schwulen Gacki-Pipi-Kunst gefördert und irgendwelche bärtigen Frauen und pfui, schier, grauslich. Ja, das ist das klassisch rechte Argument. Ja, das ist natürlich das Problem dadurch, dass die Kulturpolitik sich so schwer tut, darin sich selbst gut zu vermarkten, immer wieder Auftrieb bekommt. Und mit dem auch, muss man sagen, Wahlen gewonnen werden. Wir haben bislang 2 Argumente in den Fokus genommen. Das eine Argument war, es ist eigentlich eine unfaire Verteilung von denjenigen, die es nicht konsumieren, zu denjenigen, die es konsumieren. Und das ist gleichzeitig eine Verteilung von zu reich und nicht beseitigt von Niedrigzeit heute. Das ist das erste Argument. Das zweite Argument war, es steckt dahinter eine Kulturbürokratie, die nach Kriterien auswählt, die mindestens genauso unfair sind wie Kriterien des freien Marktes. Und was für mich noch ein interessantes Argument ist, dass zum Beispiel oft gesagt wird, oder das hört man in Deutschland zum Beispiel relativ häufig, dass die staatliche Kunst- und Kulturförderung zu einer viel zu starken Dezentralisierung und zu einer Vermittelmäßigung der Kunst führt. Also anstatt das zu fördern, was ohnehin eigentlich die Flaggschiffe sind, wird jedes kleine mittelmäßige Dreckstheater in der Provinz auch gefördert. Und Geld wird dadurch nicht rational eingesetzt. Also es wird sehr, sehr, sehr viel Mittelmäßiges produziert und sehr viel Mittelmäßiges finanziert. Und das Geld ist sozusagen schlecht investiert. Also die
Ich glaube, dass in dieser Ich glaube, dass das diese Argumentation ist halt die gleiche, wie du sie in jedem Bereich findest, der staatlich gefördert wird. Da ist eigentlich nie irgendwer zufrieden, sondern jeder spricht halt ausschließlich von seiner Warte aus und sagt, die halt in großen Flaggschiffen arbeiten, die sagen ja, die Kleinen sollen nicht gefördert werden und umgekehrt. Ich glaube, die Frage sollte vielmehr lauten, können wir diesen Entscheidungsprozess, was jetzt wirklich gefördert werden soll, ja oder nein, kann man das komplett loslösen von der Frage der Besucher? Ja, das wäre natürlich ein Ansatz, man muss den aber dann wirklich auch durchhalten. Und das ist natürlich das Problem, dass ein Staat, der sagt, ja, wir sind dazu da, Kunst zu fördern, eine lebendige Kunstszene zu haben, der muss sich ja auch so irgendeine Art von Staatszielen setzen. Der muss de facto sagen, ja, wir sind dazu da, die Vielfalt zu fördern und es muss alles. Ja. Und wir haben noch ein ganz anderes Problem. Wenn ich einen komplett rationalen Verteilungsprozess machen würde, also angenommen, Hausnummer, ich erfinde einen Computer, der feststellt, ob Kunst gut ist oder nicht. Ja, ein Programm. Und ob Kunst gefördert werden soll oder nicht, dann muss ich leider Gottes alle fördern, die halt etwas Künstlerisches machen. Und dann muss ich auch Leute beginnen zu fördern, die ich vielleicht nicht fördern möchte. Also zum Beispiel Hausnummer Dschihad-Musik. Das sind Naschid-Musiker, heißen die singen so Dschihad-Lieder, das sind auch Künstler. Oder rechtsextreme Rockbands. Ja. Ich meine, es gibt natürlich sehr, sehr viele Kriterien für gute Kunst, aber diese Kriterien sind alle relativ schwierig zu quantifizieren und relativ schwierig zu prüfen, zu messen. Ja, und wie gesagt, also es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und wie gesagt, wir verlangen ja vom Staat in sehr vielen Bereichen, dass er absolut blind ist, auf beiden Augen, was irgendwie die Verteilung betrifft, zu so Sachen, die einem nicht gefallen. Richtig, das ist wirklich extrem schwierig. Und wie gesagt, aus dieser Sicht muss man eigentlich sagen, dass es eine Frechheit ist, dass rechtsextreme Rockbands keine Förderung bekommen. Ja, weil sie haben ja auch viele Besucher. Ich bin sicher, bei einem Konzert von Freiwild wirst du mehr Besucher haben als bei irgendeiner Indie-Pop, Jazz, irgendwas und so weiter, wo 20 Leute hinkommen. Ja, ist einfach so. Als schwulen Performances, ja. Die auf die Gender Performances, die auf die Gender-Problematik hinweisen, Entschuldigung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich persönlich habe nichts gegen das Politische. Es sind ja politische Parteien, die gewählt werden und die in gewissen Körperschaften die Macht ausüben.
wenn wir aufhören würden mit dieser verlogenen Depolitisierung und sagen, oh nein, nein, wir sind immer fair und wir fördern alles und dann Transparenz, ja, und hintenrum fördern wir dann was anderes, das ist nicht zum Aushalten. Es wäre viel besser, viel schöner, wenn jetzt zum Beispiel die SPÖ, die ÖVP sagen wieder im Land, nein, wir sind eine konservativ-christlich-demokratische Kraft und uns gefällt irgendein Gender-Scheiß nicht, das wollen wir nicht und wir fördern halt Kirchenmusik. Punkt. Und ja, und den Nietzsche. Und wenn euch das nicht passt, dann wählt es uns bei der nächsten Wahl halt ab. Ja? Ist halt so. Und das wäre aber eine, das würde diese ganze Diskussion ganz, ganz, ganz anders gestalten, wenn man sagen würde, ja, die Kunstförderung ist davon abhängig, wer an den politischen Schalthebeln sitzt. Eben. Eben, das ist, das, aber genau das ist das, was ich kritisiere. Es müsste, gut, es in manchen sehr, sehr erzkonservativen Bundesländern geht es ja eigentlich schon fast in die ehrliche Richtung. Also ich glaube, von einem Herrn Bröll wirst du nie ein Okay für ein Gender-irgendwas-Projekt bekommen, wo halt, keine Ahnung, Frauen mit Bart durch die St. Pöltener Innenstadt defilieren, ja, und das Ganze noch nackt. Wirst du nicht bekommen. In Wien schaut es vielleicht ein bisschen anders aus, wenn du im Bezirksamt, im 7. Bezirk nachfragst, ja. Das ist, glaube ich, das große Problem, dass wir in vielen Bereichen sehen, dass wir auch immer wieder kritisieren hier bei uns, dass versucht wird, Verwaltung von Politik komplett zu entkoppeln und dass man die Verantwortlichkeit, die politische Verantwortung abschiebt auf die Beamten, ihnen aber gleichzeitig nicht den Freiraum lässt, dann wirklich transparent und wirklich unabhängig zu entscheiden. Und wenn man nämlich das nämlich politisch entscheiden würde, müsste man dafür auch die Verantwortung tragen. Das heißt, dann muss sich der Kulturstadtrat hinstellen oder der Kulturlandesrat hinstellen oder der Kulturminister hinstellen und sagen, ich fördere das, weil es mir gefällt und weil es meiner Partei gefällt und weil es unserem Programm entspricht. Punkt. Deshalb fördere ich das. Und wenn euch das nicht passt, dann wählt es bei der nächsten Wahl was anderes. Ja, sucht sich jemanden anderen oder macht das lieber im privaten Sektor oder ist mir wurscht. Ja? Aber das wäre eigentlich eine und wie du richtig sagst, so funktioniert es ja, weil alle kennen die Mechanismen. Ich werde für mein volkstümliches Projekt werde ich im 7. Bezirk in Wien keine Förderung bekommen. Ja, dafür werde ich in St. Pölten wahrscheinlich überschüttet werden mit Geld. Und das ist, wie gesagt, wir haben die Situation jetzt schon so, nur es traut sich eigentlich keiner auszusprechen und vor allem traut sich keiner offen zuzugeben, ich will den anderen Scheiß nicht, ich fördere mein Zeug. Und würde eigentlich die ganze Diskussion deutlich vereinfachen. Breit verständlich, aber nicht dumm, sondern einfach sozusagen weithin populär
Kultur natürlich mehr oder weniger stirbt. Und wer es dann übernimmt, ist dann letztendlich die amerikanische Kultur. Das ist sozusagen die Kunst- und Kulturförderung, die wir in Europa aufgebaut haben. Da muss es die 50er, 60er, 70er Jahren, ist mehr oder weniger dazu geführt, dass die Amerikaner unsere gesamte Populärkultur übernommen haben. Unsere eigene Kultur nur für jeden produziert. Ich würde dazu gerne, weil du die Amerikaner gebracht hast, schon noch zur Verteidigung der Amerikaner ausrücken ein bisschen. Nein, aber ich glaube, das muss man noch zusätzlich unterstreichen. Dieses beliebte Argument, das ist alles nur Schrott, was von dort kommt. Ja. Nein, aber genau das wollte ich sagen, das ist ja eigentlich die Frage, ob sich die Kulturschaffenden in Europa nicht ein bisschen mehr ein bisschen mehr an den Amerikanern orientieren sollten, auch wenn es ihnen sehr zuwider ist. Ja. Ja, ich verstehe, ja. Ja, und das heißt, damit ist gesagt, sozusagen, die Kunst- und Kulturförderung sorgt dafür, dass eben so das in Europa gar nicht das produziert wird, weil es keiner braucht, weil sie sowieso genug Geld aus der Kulturförderung haben. Nichts dazwischen. Und dass das letztendlich die Unterabsicht von jedem Fall von schadlichen Konsumverfahren sei. Ja, das ist aber ich finde das auch nicht sehr richtig. Ich musste leider in dieser Sache komplett zustimmen. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Weil wir halt, ich glaub, dass diese Lücke auf jeden Fall zu beobachten ist. Du hast die Auswanderer, X-Diaries und Berlin Tag und Nacht, wobei ich über Berlin Tag und Nacht bitte überhaupt nichts bringen lassen möchte. Das ist für mich wirklich gut. Ein Sieger, ja. Du kriegst gleich Kopfweh, ja. Ja. Stimmt. Das heißt, wenn ich für meinen super hochspezialisierten Scheiß, den sich kein Mensch anschaut oder kein Mensch liest und kein Mensch anhört, sowieso genug Geld bekomme, um zu überleben, warum sollte ich denn überhaupt in die Masse gehen? Ja. Ja. Also angenommen, wir folgen diesem Argument und schaffen die Kunst- und Kulturförderung in Europa oder sagen wir mal zumindest in Österreich komplett ab.
zwingen die Kulturschaffenden damit, sich am Markt zu orientieren, um, ich sag mal, nicht Trash zu produzieren, aber um gute Mittelklasseware zu produzieren, die sozusagen den Proleten von der Straße ein bisschen mehr bringen als X-Diaries. Brauche ich dann zusätzlich noch einen Mechanismus, um die wirklich ausgefallenen Sachen Sarkophag-Sammlung im Kunsthistorischen Museum zu finanzieren? Ja. Also wenn das Argument sagt, finde ich, oder das Phänomen ist, finde ich interessant, deshalb, weil es zeigt, dass du auch ohne Teil der Kunstkulturförderung sehr innovative Formate schaffen kannst. Also das entkräftet so ein bisschen dieses Argument, dass wir massive staatliche Kunst- und Kulturförderung brauchen, weil sonst alles ein Einfallsproblem geht. Also das ist muss ich leider ausnahmsweise, und das kommt mir sehr schwer über die Lippen sagen, in diesem Fall tatsächlich weniger Staat, mehr privat? Ich weiß es nicht. Ich neige zu solchen Argumenten ja mehr als du. Ich weiß, ja. Ich hab damit weniger Probleme, aber ich glaube, es ist zumindest ein Hinweis darauf, dass es in Kunst- und Kulturbetrieb durchaus auch anders funktionieren kann. Obwohl es natürlich die Frage ist, warum solche Formate eigentlich entstehen. Also die Frage ist, ob das auf Europa oder Europa tragbar ist. Weil zum Beispiel in den USA innovative Formate, auch wenn sie sozusagen abseits vom Mainstream sind, wenn du ein bisschen Zuschauer, Konsumenten hast, sind es sofort Millionen von Menschen. Eine sehr innovative und etwas schwer anzuschauende Serie wie Breaking Bad und so. Das ist ja eigentlich das schwer zu matchen. Das ist ja kein Fahrtdruck. Das ist ja nicht da, das ist nicht Heidi-Teidi, das ist ja nicht der Baby, der dich körperlich ziemlich angreift. Ja. Und auch dann wird sich das wenige Leute anschauen. Ja. Auch wenn du einen ganz kleinen Markt und hast, kannst du ja noch immer relativ viel Geld damit machen, weil es um viele Menschen geht. Und die Frage ist, ob das überhaupt übertragt ist auf einen europäischen Kontinent, wo die Märkte so klein sind und so national erkrankt sind. Mhm. Ja. Ich glaube, es lässt sich nicht ganz übertragen. Ich glaube aber, dass dieses Sprachen- und Marktargument, dass das immer weniger, dass es von Bedeutung hat, das ist eine Ausrede, glaube ich, immer mehr. Ich glaube, das stimmt doch. Also ich glaube, eine Serie, dass der Markt sozusagen für das deutsche Fernsehen, dieser Markt, also ARD und ZDF und so, dass die Gedanken, okay, die kriegen immer wieder eigentlich ganz gute Formate hin. Aber die werden ganz schnell abgedreht, weil die Einschaltquoten von unter 10% haben. Und in den USA hat zum Beispiel eine Serie wie Mad Men, die heute total hochgejubelt wird und die sich jeder anschaut, die hat am Anfang einen Markenwert von 4% oder so. Und es wurde aber trotzdem weitergeführt und sich ein paar hunderttausend Leute sind es trotzdem. Ein bisschen was wertmäßig bringt es trotzdem. Führen wir es mal eine Staffel weiter. Ja? Und das funktioniert hier nicht. Hier wird das einfach ganz, ganz schön abgedreht und je unter 10% in Deutschland, das ist zu wenig. Es gibt aber schon gute Beispiele, wo das auch Europäern auf ganz kleinen Märkten gelingt. Also mir fällt zum Beispiel diese Serie Borgen ein aus Dänemark. Ja, die Skandinavier und die Briten schaffen ja, die schaffen das sehr gut. Und wenn es die Skandinavier schaffen oder die Dänen schaffen in ihrem Mikromarkt, dann sollte uns das eigentlich sogar in Österreich auch gelingen. Mit einem Trash-Format ist es uns ja schon gelungen. Kommissar Rex. Das ist ein Welterfolg. Ja, ich glaube, in Japan läuft die Serie noch bis heute oder irgendwo da. Da stimme ich dir voll und ganz und ohne jegliche Vorbehalte zu. Ja, aber gut, vielleicht machen wir hier mal Stopp und lassen einfach unsere Zuhörer und Zuhörerinnen entscheiden, was sie von unserem Ergüssen halten. Und wir werden schauen, wie sich das weiterentwickelt. Und bitte sagen Sie uns, ob Sie uns für förderungswürdig halten. Oh, ja, natürlich. Wir nehmen gerne Kunst- und Kulturförderung an. Ganz viel. Ja, okay. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Bis nächste Woche, Fran.